Hallihallo, meine Lieben. Heute beschäftigen wir uns mit dem Verb machen. Beziehungsweise werden wir verschiedene Situationen durchgehen und uns anschauen, mit welchen Verben man das Verb machen ersetzen kann. Also werden wir heute euren Wortschatz erweitern, um ein höheres Niveau vom Ausdruck zu erreichen. Wenn es euch also interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei. So, wir nehmen mal die erste Situation und das ist machen im Sinne von einer Tätigkeit ausüben und diese auch zum Abschluss bringen, also beenden. Zum Beispiel sagst du wahrscheinlich immer, ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Ist ja richtig, aber was kann man anstatt von machen sagen? Man kann zum Beispiel das Verb erledigen benutzen. Ich erledige jetzt meine Hausaufgaben. Oder wir nehmen mal einen anderen Beispielsatz. Ich mache jetzt ein paar wichtige Telefonate. Was können wir in dem Fall anstelle von machen benutzen? Ich kann wieder das Verb erledigen natürlich benutzen, aber auch kann ich das Verb ausführen benutzen. Zum Beispiel, ich führe jetzt ein paar wichtige Telefonate aus. Also kannst du in diesem Fall oder in dieser Bedeutung häufig erledigen und ausführen als Synonym zu machen verwenden. So, als nächstes nehmen wir machen im Sinne von einer Tätigkeit ausüben, aber diese nicht unbedingt zum Ende bringen. Zum Beispiel sagst du, ich habe heute so viele Sachen gemacht. Deutsch gelernt, nach einem neuen Sprachkurs gesucht, auch ein Buch gelesen und so weiter und so fort. Ja? Was kannst du in diesem Fall anstatt von machen benutzen? Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe mich heute mit so vielen Sachen beschäftigt. Oder ich habe mich heute mit so vielen Sachen befasst. Oder wenn du das ganz intensiv gemacht hast, dann kannst du sagen, ich habe mich heute mit so vielen Sachen auseinandergesetzt. Also diese drei Synonyme sind echt top. Als nächstes nehmen wir das Verb machen im Sinne von einer Erfahrung sammeln. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr ein Praktikum gemacht. Ja, ist okay. Wie kannst du das aber ein bisschen schöner formulieren? Du kannst sagen, ich habe letztes Jahr ein Praktikum absolviert. Ja, also das Verb absolvieren. Oder du kannst auch das Verb abschließen benutzen. Ich habe letztes Jahr ein Praktikum zum Beispiel angetreten und dann auch abgeschlossen. Oder auch ein sehr schönes Verb durchführen. Ich habe letztes Jahr ein Praktikum durchgeführt. Genau. Wir nehmen vielleicht noch einen Beispielsatz, damit es noch klarer wird. Im Sommer habe ich einen Sprachkurs gemacht. Wieder, ist okay, du kannst das sagen, was kannst du aber noch sagen? Und jetzt kannst du genau diese Verben am Anfang benutzen. Ich habe im Sommer einen Sprachkurs absolviert oder ich habe im Sommer einen Sprachkurs vielleicht abgeschlossen oder in dem Fall sogar besucht. So, die nächste Situation ist ganz typisch und das ist machen im Sinne von eine gemeinsame Aktivität durchführen. Ja? Also, wir nehmen erstmal einen Beispielsatz. Was wollen wir heute machen? Ja? Also, das ist wie so ein Vorschlag. In diesem Fall kannst du anstatt von machen das Verb unternehmen benutzen. Also, was wollen wir heute unternehmen? Genau. Genauso ist es zum Beispiel mit verschiedensten Aktivitäten, die du gemeinsam mit deinen Bekannten, Freunden oder mit wem auch immer planst. Ja? Zum Beispiel, vielleicht könnten wir nächste Woche eine Reise nach Berlin unternehmen. Ja? Also wieder das Verb unternehmen und nicht machen. So, als letztes nehmen wir machen im Sinne von eine Prüfung machen. Zum Beispiel höre ich sehr oft, in 2 Monaten werde ich meine Deutschprüfung machen. Ja, wie kannst du das aber anders ausdrücken?
Du kannst sagen, in 2 Monaten werde ich meine Deutschprüfung ablegen. Ja, das Verb ablegen bezieht sich normalerweise auf die Zukunft. Auf Englisch ist es to take an exam. Ja, also du wirst diese Prüfung erstmal nur durchführen, also antreten. Du weißt nicht, wie sie ausfallen wird. Wenn du aber über die Vergangenheit sprichst und sowas sagst, zum Beispiel, ja, vor 2 Monaten habe ich meine Deutschprüfung gemacht, dann kannst du das Verb bestehen in diesem Sinne benutzen. Zum Beispiel, vor 2 Monaten habe ich meine Deutschprüfung bestanden. In dem Fall bedeutet das auf Englisch to pass an exam. Ja? Also du kennst bereits die Ergebnisse. Also ablegen und bestehen. So, meine Lieben, das war's schon. Ich hoffe, dass diese Vorschläge, also diese Verben, euch auch weiterhelfen können. Und natürlich, dass sie euch auch ein höheres Niveau vom Ausdruck gewährleisten können. Für jetzt bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ein paar Beispielsätze mit diesen Verben in die Kommentare schreibt. Und natürlich auch mein Video durch einen Like unterstützt. Genau. Also, ich wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!